Herzlich willkommen. Danke. Ganz genau, korrekt, Anja. Vielen, vielen Dank für die Einleitung. Ja. Ich würde auch gerne direkt schon beginnen. Wir haben in den letzten 30, 45 Minuten sehr, sehr viel über das Thema Digitalisierung gehört. Wir kennen jetzt Insights zum digitalen Zwilling. Wir wissen, wie digitale Lösungen für Gebäude aussehen können. Und ich möchte Sie jetzt in der Reise hin zu einem digitalen Zwilling und hin zu digitalen Gebäudelösungen gerne nochmal mitnehmen und vielleicht den Fokus nochmal ein bisschen schärfen und den Fokus nochmal ein bisschen verändern, nämlich auf die Kernfrage, was ist denn Nachhaltigkeit überhaupt und was ist Nachhaltigkeit im Kontext mit unseren Gebäuden? Unser Titel, Die Welt mit Gebäuden besser machen, ist eine Überschrift, die uns nicht nur in der RedSurf, sondern in der gesamten ATP-Gruppe mit unserem Handeln tagtäglich begleitet, denn wir wollen mit dem, was wir tun, als Berater, als Architekten, als Ingenieure, unsere Kunden auf dem Weg zur besseren, zu ihrer besten Immobilie begleiten. Wie tun wir das oder beziehungsweise was tun wir dabei? Nachhaltigkeit, ein Thema, was ich gerne noch mal etwas konkretisieren möchte im etwas größeren Kontext, nämlich was bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt? Wir sprechen immer von nachhaltigen Immobilien, wir sprechen von nachhaltiger Fortbewegung, wir sprechen von, ich handle nachhaltig in dem, wie ich lebe. Was bedeutet Nachhaltigkeit und was bedeutet Nachhaltigkeit vor allen Dingen im Hier und Jetzt und wo führt uns Nachhaltigkeit hin? Nachhaltigkeit ist nämlich nicht nur heute und Nachhaltigkeit ist nicht nur das, was ich vielleicht morgen tue, sondern Nachhaltigkeit ist das, was ich heute tue und das, was ich in der Zukunft tue, nämlich wie ich meine zukünftigen Potenziale, ich oder jede Person als Einzelner, aber auch im Handeln mit meinen Gebäuden und mit meinen Immobilien, wie ich die Zukunft mit meinen Immobilien nachhaltig gestalte. Drei Themenpunkte, die uns dabei immer wieder begleiten. Die soziale Komponente, die ökologische und die ökonomische Komponente. Sozial, wie verhalte ich mich mit meinem Gebäude? Was für Einwirkungen habe ich auf die Umwelt? Ich beziehe es jetzt mal nur auf die Gebäude, das bezieht sich natürlich auf den Gesamtkontext Nachhaltigkeit. Die Ökologie, wie ökologisch effizient oder wie ökoeffizient ist mein Gebäude? Wie viel CO2 verbrauche ich? Welche Rahmenparameter habe ich, um das Ganze zu messen? Dann wären wir wieder bei den digitalen Modulen, über die wir schon gesprochen haben. Aber auch die Ökonomie, letzten Endes ein Punkt, der zu allen zwei vorderen Punkten eben eine direkte Verbindung hat. Halte ich mich an CO2-reduzierte Gebäudestandards, habe ich natürlich auch einen nicht nur ökologisch kleineren Fußabdruck, sondern ich habe natürlich auch einen ökonomisch finanziell geringeren Aufwand. Und das sind Themenstellungen, die wir im Hinblick auf die Ökologie heute im Blickpunkt behalten müssen, aber die wir auch morgen und übermorgen mit strategisch cleveren und durchdachten Immobilienkonzepten eben mit unseren Kunden entwickeln und für unsere Kunden entwickeln. Wie tun wir das? Wie fangen wir an? Was bedeutet Nachhaltigkeit im Immobilienkontext? Wir sprechen heute über Gewerbeimmobilien. Gewerbeimmobilien sind unser Fokus, auch in der ATP-Gruppe. Nicht nur das, wir entwickeln auch Wohngebäude, aber der gewerbliche Kontext ist bei uns in der Gruppe sicherlich einer der stärkeren. Wie gehen wir damit um? Wie fangen wir an und was bedeutet, welche Ansätze haben wir, um Immobilien nachhaltig zu entwickeln? Wir beginnen grundsätzlich erstmal mit der Fragestellung, was haben wir denn überhaupt am Markt? Typische Marktanalyse bzw. typische Nachfrage. Was habe ich Angebot und Nachfrage? Was brauchen wir denn eigentlich? Die Analyse an den Nutzer und an den Bedarf leiten wir daraus ab. Die Fragestellung Infrastruktur. Wie hat Infrastruktur auf meine Gebäude Einfluss? Infrastruktur spielt nicht nur für Logistikunternehmen eine große Rolle, sondern Infrastruktur ist auch gerade für Bürogebäude, für produzierende Gewerbe ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wie bekomme ich meine Mitarbeiter ins Büro? Gerade jetzt im Kontext Post-Corona ist die Fragestellung, kommen meine Mitarbeiter überhaupt noch ins Büro? Ich glaube, dass die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen. Wir sehen das bei uns und wir genießen das in der Gruppe, dass Mitarbeiter wieder miteinander arbeiten. Aber wie genau bekommen wir die Mitarbeiter ins Büro? Wenn wir dann im Büro angekommen sind, die Fragestellung der flexiblen Raumnutzung. Lars hatte es vorhin schon angesprochen. Wenn ich einen Konferenzraum brauche, dann muss ich ihn bekommen können. Und wenn ich heute weiß, dass ich viele Einzelbüros habe,
aber in 10 Jahren sich die Anforderungen an mein Büro verändert hat, dann brauche ich ein flexibles Raumkonzept, mit dem ich arbeiten kann und mit dem ich meinen Mitarbeitern auch in 10 Jahren noch eine effiziente Lösung bilden kann. Und genau diese Themenstellung arbeiten wir heute schon mit unseren Kunden auf, um eben sicherzustellen, dass das Gebäude nicht nur heute nachhaltig ist, sondern auch noch in 10 Jahren. Methodik dazu, wie machen wir das? Also wir setzen uns mit unseren Kunden hin und fragen erstmal in gemeinsamen Workshops, für was brauchst du dein Gebäude überhaupt? Was hast du vor? Wir beginnen wirklich von ganz vorne und beginnen mit dem Kunden zusammen zu überlegen, was ist dein intrinsischer Motivator? Warum brauchst du deine Immobilie? Was brauchst du dazu? Wen brauchst du dazu? Brauchst du Infrastruktur? Brauchst du Logistik? Brauchst du viele Mitarbeiter? Welche Fachrichtungen brauchst du? Das sind alles Themenstellungen, die uns dabei helfen, für den Kunden die richtige Immobilie zu entwickeln und auch den richtigen Standort zu finden. Für wen brauchst du es? Was tust du? Was produzierst du? Was ist dein Output? Wo brauchst du es? Bist du jemand, der an einem Standort glücklich ist? Brauchst du mehrere Standorte, um Kunden an unterschiedlichen Stationen abzuholen? Alles Fragen, die in einer großen Immobilienstrategie zu berücksichtigen sind und die man nicht im Kontext einer kurzfristigen Umsetzung eines Immobilienprojekts außer Acht lassen darf. Im zweiten Schritt, wir sehen es hier auf den Grafiken so ein bisschen mit den Zahnrädern. Die Zahnräder sind aber nicht als starres Konzept zu verstehen, sondern die Zahnräder sind Einzelleistungen, die wir mit dem Kunden als dynamischen Prozess entwickeln. Das heißt, wir sprechen viel mit dem Kunden. Wir sprechen nicht nur mit einem unserer Kunden oder einem Beteiligten unserer Kunden, sondern wir holen unterschiedliche Player mit ans Board. Der CEO, der Geschäftsbereichsleiter der Produktion, einzelne Mitarbeiter aus den Abteilungen, um mit ihnen zu entwickeln, welche Immobilie braucht ihr wirklich? Und vor allen Dingen wollen wir damit eine Frage klären, was braucht ihr nicht? Anja hat es eben bei der Anmoderation schon kurz gesagt. Unser Motto in der Gruppe ist es, Ressourcenverschwendung zu vermeiden. Und wie können wir Ressourcenverschwendung vermeiden? Indem wir sicherstellen, dass der Kunde nur das bekommt, er soll alles bekommen, was er braucht, aber auch nur das und keine Gimmicks, keine Extras, die er selbst nicht nutzt und die ihm in seinem Vorankommen nicht dienlich sind. Hat sowohl einen ökologischen als auch einen ökonomischen Aspekt. Frühzeitige Nutzerbedarfsanalyse, aus der wir dann eben ableiten mit den einzelnen Beteiligten am Projekt, welche Outputs genau brauchen wir. Und dieser Output fließt, je nachdem, ob wir uns über ein Bestandsgebäude unterhalten oder um einen Neubau, in eine gesamtheitliche Immobilienstrategie. In eine Umsetzung, in der wir unsere Kunden begleiten, wir aus der Projektentwicklersicht als RedServe, aber dann auch eben fortführend in der Gesamtgruppe der ATP, wenn es um die Planung geht, wenn es um die Ausführung geht, bis hin zur, früher hat man gesagt Schlüsselübergabe, heute sagt man wahrscheinlich zur digitalen Keycard-Übergabe, aber bis dahin begleiten wir unsere Kunden auf dem Weg zu ihrer besten Immobilie. Jetzt sprechen wir heute über Gewerbeimmobilien. Und was wir in der RedServe über die letzten Monate sehr, sehr häufig gesehen haben und womit wir unsere Kunden begleiten, sind eben große Bestandsportfolien. Das sind im Gewerbekontext nicht nur Bürobetreiber oder große Corporates, sondern das sind auch Asset Manager, Banken, Versicherungen, die ein großes Portfolio an Gewerbeobjekten halten. Und gerade da ist es wichtig, dass wir eine gesamtheitliche Strategie entwickeln. Und diese gesamtheitliche Strategie beginnt immer vorne bei der Frage, wo will ich hin? Und ich bin ein ganz, ganz großer Freund davon und deswegen arbeiten wir auch sehr, sehr dicht mit Bosch und allen anderen Kolleginnen und Kollegen, die heute hier präsentieren und die auch in den nächsten Wochen und Monaten noch präsentieren, sehr, sehr dicht zusammen, weil wir glauben, dass das der richtige Weg ist. Digitalisierung ist ein Weg dorthin, aber es ist nicht der einzige Weg, sondern wir müssen uns ganz am Anfang nochmal die Frage stellen, wo wollen wir hin? An der richtigen Stelle digitalisieren, dass wir den richtigen Output generieren. In den letzten Jahren hat Digitalisierung an vielen Stellen sehr, sehr stark zugenommen. Wir haben Daten generiert, die der Kunde letzten Endes überhaupt nicht zu nutzen weiß. Und das System, das setzen wir gerade aktuell mit unseren Kolleginnen und Kollegen hier auch von Bosch um, indem wir es wirklich auf eine solide Basis stellen, Grundlagen ermitteln, die der Kunde zur Verfügung hat, daraus eine Immobilienstrategie ableiten und ihm dann Daten zur Verfügung stellen, um ihm sein Gebäude langfristig auswertbar zu machen, aber auch langfristig nutzbar, wirtschaftlich nutzbar zu machen.
Beginnend eben, ich gehe noch mal ganz kurz durch den Gesamtprozess, wirklich beginnend von einem Kickoff mit dem Kunden, Auswertung der Grundlagen, wir gehen weiter durch den Gesamtprozess und gucken uns dann eine gemeinsam definierte Strategie auf das gesamte Portfolio an. Innerhalb des Portfolios kann es natürlich einzelne kleine Teilportfolien geben, die eine andere Strategie verfolgen. Die müssen wir aber im Gesamtkontext dennoch berücksichtigen, weil letzten Endes fließt das Ganze beim Asset Manager, bei der Bank, beim großen Corporate in einer Abteilung zusammen und diese Daten müssen wir irgendwie aufarbeiten. Und das begleiten wir unsere Kunden in einer gesamtheitlichen Immobilienstrategie. Wir schauen uns Deutschland europaweit im ganzen CEE-Raum, schauen wir uns das Immobilienportfolio unserer Kunden an und setzen da eben mit unseren Partnern gemeinsam die richtige Strategie um. Wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir gehen nicht nur bis zur Strategie und hören da auf, sondern wir können eben als ATP-Gruppe, als Verbund von über 1000 Architekten und Ingenieurinnen, können wir unsere Kunden eben auch noch darüber hinaus begleiten. Wir können auch noch Architektur oder beziehungsweise das Immobilienkonzept für unsere Kunden in planerischem Kontext und auch in dem ausführenden Kontext umsetzen. Das heißt, wir übergeben dem Kunden letzten Endes, wenn er das möchte, bis zum Schluss eine betriebsfertige Immobilie mit aufgesetzter Immobilienstrategie und bestenfalls einem digitalen System, das er zu nutzen weiß, zu nutzen schätzen weiß und vor allen Dingen, dass er auch nutzen kann, weil die Daten, die er hat, ihm tatsächlich in seiner Strategie weiterbringen. Ich habe jetzt viel auch schon über unsere Gruppe gesprochen. Es ist nicht nur die RedServe, sondern es ist eben auch noch, es sind noch viele kleine Puzzleteile, die uns in der ATP-Gruppe stark machen. Ein Teil davon steht links von mir, Jens Glöckler, der Geschäftsführer von der ATP Sustain, mit dem wir gerade, wenn es um solche großen Immobilienkonzepte geht, sehr, sehr häufig zusammenarbeiten. Und an den würde ich jetzt gerne auch weitergeben, der uns jetzt vielleicht noch mal ein Stück weit mehr in das Thema ESG und EU-Taxonomie abholt. Ja, super. Danke, Torben. Ich starte mal damit, also wir wollen den Fokus nochmal konkret auf Bestandsgebäude legen zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Ich starte mal mit einem ganz großen Bild nochmal. Deutschland hat in den letzten 32 Jahren circa 40% Treibhausgasemissionen eingespart und die Bundesregierung hat sich vorgenommen, in den nächsten 8 Jahren, also bis 2030, nochmal den gleichen Wert zu erreichen, also nochmal 40% Treibhausgasemissionen einzusparen. Und wenn man jetzt genau rechnet, 32 Jahre durch 8 Jahre, dann wird einem schnell klar, dass wir eine Vervierfachung der Geschwindigkeit benötigen, um das zu schaffen. Und bei den Immobilien ist es ja so, dass man sich vorgenommen hat, in Deutschland bis 2045 auch klimaneutral zu werden. Und auch da eine ganz interessante Zahl. Die Bundesregierung erwartet, dass bis zu diesem Zeitpunkt circa noch 23% Neubauten entstehen. Und im Umkehrschluss, wenn Sie das wieder zurückrechnen, dann stellen Sie schnell fest, dass der Großteil aller Immobilien, die heute stehen, zu diesem Zeitpunkt, also bis 2045, klimaneutral werden müssen. Das ist eine riesige Aufgabenstellung und durchaus eine ganz spannende auch dazu. Und in dem Gesamtrahmen hat die EU ja jetzt auch noch ein Regelwerk geschaffen, die EU-Taxonomie. Die EU-Taxonomie ist Teil des europäischen Klimagesetzes zur Umsetzung des EU Green Deals. Und die Idee dabei ist, Kapital in grüne Finanzprodukte und in grüne Aktivitäten reinzulenken. Und ich habe hier mal eine Folie dargestellt, wo man auf die Immobilienwirtschaft bezogen jetzt sieht, wie das kategorisiert wird. Man unterscheidet hier den Neubau, den Bestand und die Sanierung und hat 6 Umweltkategorien, die sieht man da auf der linken Seite ganz gut, wo man erkennt, die basieren dann auf sozialen Mindeststandards im Neubau und auch in der Sanierung werden entweder die komplett abgefragt oder fast komplett. Und unsere Erfahrung ist, dass die mittlerweile oder jetzt, das ist ja erst gestartet, auch in die Projekte dann einfließen. Gerade wenn man etwas neu in die Hand nimmt, wie beim Neubau oder bei einer Sanierung, funktioniert das aus unserer Sicht auch schon ganz gut. Wird häufig auch gekoppelt mit Zertifizierungen wie einer DGNB oder LEED-Zertifizierung für nachhaltiges Bauen. Und dementsprechend ist da, denke ich mal, die Aufgabenstellung klar und die Umsetzung funktioniert da sicherlich in den nächsten Jahren auch ganz gut. Wie sieht es im Bestand aus? Und das ist, wie man jetzt hier sieht, sieht zuerst mal nach einer leichteren Aufgabe aus, weil man muss nur 2 Kategorien tatsächlich erfüllen, den Klimaschutz und den Klimawandel.
Und dann schauen wir mal genauer drauf. Ich habe ja schon gesagt, wir müssen Bestandsgebäude dann auch einen Großteil zur Klimaneutralität führen. Und ich führe Sie das da mal ein bisschen durch, wie das jetzt sich abbildet und wo wir da stehen im Moment. Es gibt auf der rechten Seite, sieht man das, zwei wesentliche Themen. Der Klimaschutz, bei dem geht es ja um die Senkung der CO2-Emissionen, Treibhausgasemissionen. Ich vereinfache es jetzt immer mit CO2. Und man muss natürlich dazu erst mal schauen, wo steht man überhaupt. Das heißt, ein wesentliches Element ist, Datenerfassung zu machen und auch eine Ist-Analyse durchzuführen. Und wenn man dann erkennt, es gibt Handlungsbedarf, dann tatsächlich in der Tiefe zu prüfen und sich einen Klimaschutzfahrplan für die nächsten Jahre aufzustellen. Weil 2045 ist gute zwei Jahrzehnte weg, also es ist nicht allzu lange Zeit. Und das zweite Thema, die Anpassung an den Klimawandel, bezieht sich letztendlich auf die ganzen physikalischen Klimarisiken. Wir haben letztes Jahr mit den schrecklichen Ereignissen da im Ahrtal gesehen, wie wichtig eigentlich so eine Perspektive ist auf so einen Standort und auch wie dramatisch sich das in den letzten Jahren verschärft und entwickelt. Und auch das will ich ein bisschen zeigen, wie analysiert man sowas und wie geht man dann auf solche Anpassungslösungen dann ein. Und ich will damit auch starten. Die Klimarisikoanalyse ist zuerst mal eine Auswertung über große Datenbanken und Datenerhebungen zum Klima, wie das Klima sich verändert und wie sich letztendlich auch damit das Risiko für einzelne Standorte verändert. Und man sieht es hier ganz gut auf der linken Seite. Da werden Datenbanken natürlich über Softwarelösungen angezapft und man kann den Standort diesbezüglich auswerten. Was jetzt neu kommt, ist erstens mal verändert sich das ganz schön. Das heißt, man muss da kontinuierlich einen Blick drauf haben. Und es werden jetzt auch Vulnerabilitäten für die Immobilien, die auf diesem Standort dann stehen, ausgewertet und anhand dessen dann ein Risiko eingestuft. Und das Ganze passiert nicht nur zum Zeitpunkt heute, sondern das wird auch in der EU-Taxonomie jetzt gefordert, muss auch als Prognose für Klimaszenarien 2030 und auch für 2050 erstellt werden. Das heißt, wir prognostizieren, wie groß das Risiko wird für diese Immobilie an dem Standort in den nächsten Jahrzehnten. Und daraus ändern sich, also unserer Erfahrung nach, jetzt doch einige Risikoeinstufungen. Und wenn es erhöhte Risiken gibt, dann sind präventive Schutzmaßnahmen auch zu erarbeiten. Auch das gehört zur Abfrage der EU-Taxonomie, zu dieser Nachhaltigkeitsabfrage. Und das sieht man auf dem Bild rechts. Dann muss man sich natürlich konkret die Immobilie anschauen, muss schauen, was ist am Gebäude dann tatsächlich zu tun, ist irgendwas organisatorisch zu tun oder bauliche Anpassungen zu führen. Also es ist eine überschaubare Aufgabenstellung, aber durchaus eine wichtige und man sieht es tatsächlich auch aus den Nachrichten immer wieder, dass da die Klimarisikoanalyse helfen wird, präventiv zu agieren. Das zweite Thema ist eigentlich deutlich größer und auch deutlich komplexer und wir haben heute ja schon ein paar Beiträge gehört, die da auch irgendwo Bezug drauf nehmen, direkt oder indirekt, weil sie Einfluss drauf nehmen, wie unsere CO2-Emissionen sich senken können und werden. Aber dazu muss ich natürlich auch zuerst mal wissen, wo stehe ich überhaupt mit so einer Immobilie und um diese Ausgangslage zu definieren, muss ich mir einen Startpunkt ermitteln. Das sieht man jetzt in der Grafik ganz schön. Das ist der Punkt da links oben. Das heißt, es gibt einen Ist-Stand der CO2-Emissionen. Und wenn ich den kenne und weiß, okay, jetzt bin ich ganz schön weit weg von diesem Jahr 2045, wo ich auf Null runterkommen muss, dann muss ich mir irgendwelche Schritte überlegen, wie ich da hinkomme. Und das soll diese Treppe, nenne ich es jetzt mal, zeigen. Das heißt, es gibt einen Ideal-Dekarbonisierungspfad, aber diese grünen Pfeile stellen letztendlich die Maßnahmen dar, die man dann entwickeln muss, um herauszufinden, wie kommt man schrittweise dahin, diese Immobilie zur Klimaneutralität zu führen. Und das will ich jetzt in einem Drei-Schritte-Ablauf einfach noch mal kurz erläutern, weil es tatsächlich für die meisten Kunden noch Neuland ist. Der erste Schritt und der wichtigste ist garantiert der Ist-Zustand, das heißt die Datenerfassung, die Ist-Analyse und auch zu wissen, wo stehe ich im Vergleich. Also zum einen zu anderen Gebäuden meines Gebäudetyps und zum anderen aber auch im Vergleich zu den Gradzielen der 1,5 und 2 Grad-Zielen der EU und Deutschlands, die man sich vorgenommen hat. Da gibt es mittlerweile auch eine Möglichkeit, sich zu benchmarken. Das will ich dann auch zeigen.
Wenn man erhoben hat, es ist ein großer Bedarf da zu optimieren, dann macht es Sinn, ein CO2-Audit durchzuführen. Das heißt, diese Immobilie doch deutlich detaillierter anzuschauen. Das muss man dann tatsächlich vor Ort auch teilweise erstmal erheben alles. Also zu schauen, was sind da die Maßnahmen, die Sinn machen würden. Koppelt das natürlich ganz, ganz viel mit Datenerfassungen, die man ansonsten auswertet. Also da werden sicherlich auch die ganzen Player und die Beteiligten, die hier so vortragen, auch eine Rolle spielen und dementsprechend dann in eine Berechnung zu gehen. Warum man das in einer Berechnung analysiert, kann ich gleich noch etwas genauer darstellen, aber wichtig ist, dass man dadurch natürlich wirklich errechnete Energie- und CO2-Reduzierungen herausfindet und natürlich dann auch zum Beispiel Lebenszykluskosten zugehörige ermitteln kann. Wir haben ja gesehen, Nachhaltigkeit hat nicht nur eine Säule, sondern mehrere Säulen und dementsprechend dann geschaut, ob man ein Gesamtkonzept erreicht damit schon, also eine CO2-Neutralität oder Taxonomiekonformität. Und wenn ja, dann geht man mit diesen Maßnahmen dann in eine Handlungsempfehlung und entwickelt gemeinsam mit dem Immobilieneigentümer dann einen Klimaschutzfahrplan. Wie das genau aussieht, zeige ich gleich in einem Beispiel. Und damit schließt eigentlich diese konzeptionelle Phase ab. So. Jetzt haben wir die Immobilie erstmal noch gar nicht verbessert. Jetzt muss man in die Ausführung gehen. Das heißt, in dem ausführenden Teil kommen dann unterschiedliche Optimierungsmaßnahmen zum Einsatz. Das können Prozessoptimierungen sein, organisatorische Themen, aber eben auch bauliche Sanierungsthemen, die dann umgesetzt werden und in einem Monitoring dann regelmäßig wieder überprüft werden. Ist man da auf Stand? Hat man sozusagen diesen Klimaschutzfahrplan noch eingehalten oder gibt es Abweichungen? Das heißt, es ist eigentlich analog wie bei einem Energiemanagement mit dem Plan-Do-Check-Act-Kreislauf auch hier so, dass man kontinuierlich dieses Thema in den nächsten Jahren wird mitnehmen müssen. So. Ich will ein bisschen zeigen an so einer Auswertung, an so einer Case Study mal, wie sowas tatsächlich aussehen kann und wie solche Einzelschritte dann funktionieren. Die Ist-Analyse, habe ich gesagt, ist zuerst mal für viele Kunden eine große Herausforderung, weil sie die Daten beschaffen müssen. Also da muss man klar sagen, gibt es auch einen großen Unterschied am Markt. Es gibt durchaus schon einige, viele große Player, die das schon eine ganze Zeit lang machen oder gerade mittendrin sind. Bei anderen sieht es da noch tatsächlich ziemlich mau aus und ist eine große Aufgabenstellung, das erstmal zu machen. Und die Ist-Analyse, habe ich gesagt, kann man mittlerweile benchmarken an einer Datenbank oder an Datenbanken. Eine Möglichkeit ist dieses CRAM-Tool. Das ist ein EU-Forschungsprojekt gewesen, das eine große Datenbank geschaffen hat, um zu schauen, wie man im Vergleich zu den 1,5 und 2 Grad-Zielen abschneidet und das auch in seinem Nutzungsprofil. Und der CRAM steht jetzt für Carbon Risk Real Estate Monitor. Das heißt, man sieht, was ist der Ist-Stand. Wenn man jetzt einen Bedarf erhoben hat und gesagt hat, dann muss man genau draufschauen und einen Klimaschutzfahrplan entwickeln, dann geht man die nächsten Schritte, schaut sich vor Ort dann das Gebäude an. Und zwar sowohl natürlich die ganzen Schwachstellen, die man am Gebäude sieht, ist auf der linken Seite jetzt zu sehen. Man schaut sich an, wie die Energiepotenziale Richtung erneuerbare Energien aussehen und entwickelt daraus natürlich Einsparpotenziale und Möglichkeiten, CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit dem Ganzen geht man dann in ein Berechnungsmodell. Wir haben heute schon vom digitalen Zwilling gesprochen. Es ist letztendlich ein virtuelles Gebäudemodell, an dem man diese Berechnungen dann durchführt. Zum einen letztendlich, um eine quantitative Auswertung dazu bekommen, ja, dass man nicht nur qualitative Aussagen macht, sondern wirklich konkret in Zahlen sieht, was das bringen wird. Zum anderen aber auch, um nutzerunabhängig, nenne ich es jetzt mal, diese Aussagen treffen zu können. Wir haben durchaus mit ganz unterschiedlichen Gebäudenutzungen zu tun und die Prozesse, die in den Gebäuden stattfinden, beeinflussen natürlich auch das, was das Gebäude leisten kann, aber die Gebäudequalität ist letztendlich auch eine absolute, das heißt, man versucht das in irgendeiner Form auch ein Stück weit zu bereinigen, um zu sehen, wie die eigentliche Gebäudequalität ist hinsichtlich dieser CO2-Ziele, also das ist eine besondere Fragestellung.
Und last but not least kriegt man aus dieser Berechnung dann auch noch einen Energiebedarfsausweis raus, den man in Deutschland in der Regel nicht hat, weil wir in den ganzen vergangenen Jahrzehnten eigentlich Energieverbrauchsausweise ausgestellt haben, überwiegend im Bestandsgebäudebereich. Und darüber jetzt aber einen Energiebedarfsausweis für die EU-Taxonomiekonformität haben müssen. Und das entsteht damit automatisch. So. Was vergleicht man dann noch? Man hat eigentlich Umwelt- und ökonomische Ziele, die man vergleichen sollte. Wir haben festgestellt, dass man in den Diskussionen mit den Eigentümern natürlich nie nur über CO2-Emissionen redet, sondern auch darüber, was kostet es als Invest und was gibt es dann eventuell als Folgekosteneinsparung. Deswegen steht auch auf der rechten Seite so ein bisschen stehen Zusatzthemen dran. Also da, die fragen sich natürlich auch, was steht an Lenkungsabgaben dran, die CO2-Bepreisungen, was gibt es an Förderungen und so weiter. Also das sind Themen, die da auf jeden Fall mit hineinfließen sollten. Ich habe es am Anfang schon gesagt, es geht auch bei so einem Audit jetzt nicht nur darum, Sanierungsoptionen zu erarbeiten, sondern, und das sieht man tatsächlich an diesen ganzen Beiträgen heute und sicherlich auch in den nächsten Veranstaltungen, dass ganz viel auch in den Gebäudeoptimierungen, Prozessoptimierungen an Potenzial drinsteckt. Das heißt, es ist ganz viel auch notwendig, gemeinsam in ein solches Konzept einfließen zu lassen, dass man alle Potenziale zieht und auch sieht, was da gemeinsam möglich ist, um möglichst effizient dann auf Null zu kommen. Wie sieht so ein Klimaschutzfahrplan jetzt aus, den wir mit dem Kunden entwickeln? Das ist jetzt eine Grafik, wo Sie so grün hinterlegt mal die 1,5 und 2 Grad Ziele sehen. Und das sind jetzt verschiedene Linien, die eigentlich nur darstellen sollen, dass es in der Regel nicht einen Fahrplan zuerst mal gibt, den man diskutiert, sondern meistens mehrere, weil der Kunde Optionen diskutieren möchte. Und aus diesen Optionen heraus entsteht dann der finale Klimaschutzfahrplan. Und den möchte ich jetzt hier einfach auch noch mal kurz darstellen. Die Idee ist natürlich, Meilensteine zu definieren und Handlungen. Das heißt, es müssen irgendwelche Optimierungen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt werden. Und dafür kann dann natürlich auch ein Budget zurückgehalten werden oder vorgesehen werden. Und damit wird man handlungsfähig. Also der Klimaschutzfahrplan wird wesentlich eingreifen in die Handlungsweise für die Bestandsimmobilien in den nächsten Jahren. Und deswegen ist es auch so wichtig, sich solche Fahrpläne dann zu schaffen. So. Und abschließend, das ist die letzte Folie, will ich jetzt einfach nur noch mal ein bisschen den Zusammenhang zeigen. Wenn man tatsächlich optimiert in der Ausführung, dann kommt die Taxonomie tatsächlich auch wieder zum Spiel, weil dann bei den Prozessoptimierungen die Einzelmaßnahmen bewertet werden müssen in der Taxonomie und bei der Sanierung, beim Refurbishment, dann sehr umfangreich ein weiterer Katalog an Kategorien zu erfüllen ist. Und das sieht man auf der rechten Seite hier, die Circular Economy, die Umweltverschmutzung, das Thema Wasser. Und die Circular Economy habe ich jetzt abschließend deswegen hervorgehoben, weil die fliegt so ein bisschen im Windschatten dieses ganzen Klimaschutzthemas etwas unbeachtet mit. Aber alle in der Immobilien- und Baubranche bekommen natürlich in den letzten Monaten und Jahren mit, dass es immer mehr Engpässe bei den Ressourcen gibt. Aktuell haben wir das sehr stark bei dem Thema Stahl. Wir hatten es vor kurzem auch sehr stark und intensiv bei dem Thema Holz, wo die Ressourcen nicht verfügbar waren. Wir haben Sand- und Kiesprobleme. Das heißt, es ist ein großes, wachsendes Thema, dass wir Ressourcen nicht zur Verfügung haben und deswegen mehr in Kreisläufen denken müssen. Das heißt, es wird in der Zukunft auch mehr darum gehen, Bestandsgebäude erstmal zu erhalten und nicht immer gleich abzureißen und neu zu bauen. Aber es wird sicherlich auch darum gehen, wie wir mit Bauprodukten und mit Materialien umgehen. Und das möchte ich abschließend sagen, ist eine ganz spannende, noch neue Welt, wo wir uns alle gemeinsam anstrengen müssen, diese Ressourcenschonung auch tatsächlich umzusetzen, und greife da die Worte auch wieder vom Torben auf. Das ist einer unserer Zielpunkte, die wir da auch als ATP, als Gesamtgruppe verfolgen. Und ich habe das Build Reuse hier als Forschungsprojekt nur reingeschrieben, um das zu zeigen. Wir sind als ATP Sustain eine Forschungsgesellschaft unter anderem und haben ein ganz spannendes neues Forschungsprojekt vor ein paar Monaten gestartet, das sich mit der Wiederverwendung und Weiterverwendung von Materialien und Bauprodukten beschäftigt und damit so ein bisschen die Zukunft auch weist. So, danke schön.